Da bin ich wieder. Weiter geht's mit Dead Space. Wir sind in diesem komischen Korridor. Haben wir da aufgehört? Und was ist das? Also ich bin hier 100% irgendwo in einem Sektenscheiß gelandet. Ist das ein echter? Ne, ein nachgemachter, oder? Okay. Es war so klar, mir war das klar, dass jetzt ein richtig großer Fight kommen muss. Alter, hält der viel aus. Wo denn? Wo denn? Komm. Was ist das jetzt? Wo, wo, wo? Scheiße. Was? Was? Oh Gott! Nein, 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 nein! Mach doch, was lad doch nach, du Furzkopf, du, ey! Nein, nein! Du bist noch nicht tot, oder was? Erzählt ihr mal, wie ein echter Profi spielt. Oh mein Gott, war's das jetzt? Ey. Boah, Alter. Das war echt knapp jetzt. Ich dachte, ich wäre dran. Und ich habe auch keine Medipack mehr. Erstmal alles sammeln. Hier ist noch eins. Oh Mann, ey. Schlimm, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. Was ist das schon wieder? Das ist mal eine geile Einstellung. So. Egal, weiter geht's. All one. Hören. 2214 machte ein Geophysiker namens Michael Altman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. In der Nähe der Halbinsel Yucatan legte er an der Einschlagstelle eines Meteoriten ein göttliches Alien-Artefakt frei, den Marker. Der Marker sprach zu Altman und offenbarte ihm einen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte. Okay. Church of Ontology ist ja überhaupt keine Andeutung auf Scientology. Das ist eine Sekte, ganz klar. Make us was? Keine Ahnung. Was ist das für ein Gekritzel? Das kann man nicht lesen. So, das ist Punkt. Ortmans Anhänger beweisten seinen Tod, fanden aber göttlichen Trost in seiner Botschaft der Einheit. Sie wollten nicht zulassen, dass die Wahrheit zum Schweigen gebracht wurde und gründeten alsdann die Church of Unitology, um seine Lehren in die Welt hinauszutragen. Okay, und dann gehen wir mal zu Nummer 4. Milliarden Gläubige finden sich in allen sozialen
und kulturellen Gruppen. Und jeden Tag werden es mehr. Die Church of Unitology auf der Titanstation wurde von einer kleinen Gruppe gläubiger Minenarbeiter gegründet und hat sich zu einer Anlaufstelle für all jene entwickelt, die hier ihren Glauben praktizieren und die Lehren verbreiten wollen. Sie kann sich mit einer der größten und schönsten Kirchen im Sonnensystem rühmen und richtet oftmals das alljährliche Unitology Enigma Symposium aus. Während wir auf die göttliche Konvergenz warten, ist es wichtig, unsere Beziehung zum Marker weiter zu fördern und die Zukunft zu verstehen, die er uns bringen wird. Der Marker appelliert an uns alle. Es ist unsere Pflicht, ihm mit einem offenen Herzen und Verstand zu begegnen. Ja, dass ihr seid Freaks, seid ihr nichts anderes. Nein, nein. Gott. Alles klar, okay. Schnell, Isaac, renn um dein Leben. Wo lang? Wo lang? Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Okay, gehen wir mal hier durch. Benutze was? Um eine Speicherstation, um mehr zu finden. Speicherstation. Bench. Shop. Ist ja geil. Okay, das ist ganz cool. Sag mal, habt ihr euch jetzt selber geopfert für den Typen oder was? Wie kann man nur so fanatisch sein? Das ist mir unbegreiflich, aber egal. Hier war ein Audiolog drin, das wollte ich haben. In der Kathedrale kam es während der Messen am letzten Sonntag zu zwei Druckausgleichszyklen. Der erste war eher geringfügig und hat nur ein paar Kerzen flammen lassen, was der Predigt von Pastor O'Brien einen willkommenen, wenn auch unerwarteten Höhepunkt bescherte. Der zweite Zyklus war schwerwiegender und hatte einen Druckknall zu folgen, der einen Getrommelter hinlassen ließ, sodass mehrere Leute ins Krankenhaus mussten. Das war unnötig. Okay. Wo war jetzt der Speicherpunkt? Ein Textlog. Okay, hören wir uns das auch nochmal an. Hören wir uns an. Textlog, ja. Genau, ist super. So, das sollte reichen eigentlich. Okay, dann werde ich einfach mal Speicherstation hier durch. Alles klar, ist ja geballt alles in einem. Und dann gehen wir erstmal in den Shop. Knoten habe ich nur noch einen. Ja, bin ich sicher. Knoten. Haben wir Medipacks? Nein. Scheiße. Ich werde erstmal drei Knoten kaufen. Dann kurz hier rausgehen. Ich hätte es wahrscheinlich auch einfach wegwerfen können, aber so war es cooler. Nein, nicht das. Eins davon, ja. Wahrscheinlich finden wir gleich was, aber wenn wir, um bis dahin was zu finden, kämpfen müssen und ich gehe dann drauf, das ist natürlich auch nicht so vorteilhaft. Was nehmen wir denn? Plasma Cutter.
Impulsgewehr. Kapazität. Machen wir eins höher. Alles klar. Passt doch, jetzt haben wir 75 Schuss schon drin. Alles doch gut. So, dann werde ich jetzt speichern hier. Wie immer, natürlich, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.